Hallo ihr Lieben, ich bin Amelie Rose, Katzenmama und vor allem so richtig in Weihnachtsstimmung. Wird wahrscheinlich niemandem aufgefallen sein. Wenn ich in Weihnachtsstimmung bin, heißt das, dass mein Kater Catwalk auch in Weihnachtsstimmung sein muss. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich werde euch heute mitnehmen und drei weihnachtliche Shootings mit meinem Kater Catwalk planen. Also geplant sind die, ich versuche sie heute durchzuführen und gebe euch hier ein paar Tipps, wie auch ihr eure Katze schön fotografieren könnt. Denn wer eine Katze hat, weiß, dass das nicht immer so leicht ist und die so ein bisschen ihren eigenen Dickkopf haben. Mal sehen, ob es funktioniert. Schaut es euch an. Liebe Weihnachten. Heute gibt es eine absolute Premiere und zwar seht ihr mich in meinem Schlafanzug in einem Video. Das ist aber ein weihnachtlicher Schlafanzug, von daher darf ich ihn jetzt tragen. Die, die mir schon etwas länger folgen, wissen, dass ich einen Kater Catwalk habe und wir zu zweit zusammen hier wohnen und unsere eigene kleine flauschige Familie sind. Zwei-Mann-Familie. Und dieses Jahr feiern wir das erste Mal zusammen so richtig Weihnachten und ich bin super aufgeregt. Und was darf an Weihnachten nicht fehlen? Genau, weihnachtliche Fotos. Und der ein oder andere folgt mir schon bei Instagram und hat dort gesehen, dass ich mich seit Jahren sehr gerne in Szene setze und coole Fotos erstelle, da muss auch meine Katze mithalten können. Und deswegen bin ich richtig froh, dass vor einiger Zeit mich Lillys Kitchen angesprochen hat, ob ich nicht schöne Fotos mit meiner Katze weihnachtlich gestalten möchte. Und damit ihr auch etwas davon habt, verlose ich ein Überraschungspaket auf Instagram. Also wenn ihr mitmachen wollt und ein schönes Überraschungspaket für euer Haustierchen haben wollt, schaut doch ganz gerne bei meinem Instagram-Profil vorbei und nehmt dort sehr gerne teil. Über Lillys Kitchen werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen, denn hier habt ihr schönes Futter, sowohl Nassfutter als auch Trockenfutter. Und das ist immer so der Haupttipp, um ein Tier animiert zu bekommen, nämlich mit Snacks. Nicht nur, wenn eure Katze schön für Fotos posieren soll. Ich habe ein wenig Behind the Scenes aufgenommen und werde euch das hier in dem Video zeigen. Das erste große Hindernis ist aber, ihr seht immer nur diesen Rahmen hier, nur direkt dort neben mir ist ein riesengroßer, fürchterlicher Schrank, Schrägstrich Bücherregal und seit Monaten bringe ich es nicht übers Herz, diesen Schrank wegzuschmeißen, denn Catwalk springt ja immer sehr gerne drauf und chillt da oben. Aber für die Fotos brauche ich ein bisschen mehr Platz, denn hier, wo der Fernseher steht, wird das Set für die ersten zwei Fotos sein. Mit einer Katze muss man es aber so unkompliziert wie möglich gestalten und deswegen wird alles auf dem Boden hier in unserem Wohnzimmer geshootet, wo Catwalk die meiste Zeit verbringt und sich am wohlsten fühlt. Fangt also immer einfach an, wenn ihr euer Haustier fotografiert und steigert euch dann höher. Meistens haben die Tierchen eh so einen Niedlichkeitsfaktor, dass nicht viel rundherum passieren muss und es einfach putzig aussieht. Seit einiger Zeit überlege ich immer mal wieder, was für weihnachtliche Fotos ich mit meinem Kater Catwalk machen kann und habe heute Morgen alles auf nur drei Fotoideen runtergebrochen. Von den drei Sets mache ich zwei alleine von Catwalk und eins von uns zusammen. Wir beginnen mit dem leichtesten Shooting. Ich habe so eine Idee schon mal, ich glaube, bei Pinterest entdeckt und habe gedacht, wir werden Catwalk einfach ganz einfach in einen Karton stecken. Wir starten mit einem Kartonfoto, denn wie ihr aus meinen Videos wisst, liebt Catwalk Kartons. Genau aus diesem Grund. Du machst jetzt hier schon in der Videoaufnahme nicht wirklich mit. Du zeigst uns nur, ja, kannst du so bitte die ganze Zeit sitzen? Also nochmal. Wir werden... Liebst, dreh dich um. Ich werde jetzt einfach gleich den Schneemann draufmalen. So sieht der Karton aus. Ich bin gespannt, wie es am Ende ist. Och, Mäuschen, du musst mit dem Kopf da oben rausgucken, nicht mit dem Schwänzchen. Ja, so stelle ich mir das ungefähr vor. Ich habe auch lange hin und her überlegt und mir natürlich auch ein paar andere Bilder angeschaut. Da war aber im Hintergrund immer sehr viel Weihnachtsbaum, Christbaumschmuck und Lichterketten. Das Ding ist, wenn ihr eine Katze habt, dann ist es ein bisschen komplizierter mit einem Tannenbaum. Ich habe euch dazu natürlich auch schon ein Video gemacht, wie ihr einen katzensicheren Tannenbaum aufstellt und was ihr so an Spielsachen auch erstellen und basteln könnt, damit auch eure Katze an Weihnachten Spaß hat. Aber die meisten, die wohl eine Katze haben, wissen, dass Katze und Tannenbaum so absolute Erzfeinde sind. Das hier ist das erste Bild. Hier ist das Katerchen und da ist das Set. Ich bin für den Anfang ganz zufrieden, denn man muss bedenken, dass kleine Kätzchen, ich bin völlig außer Atem,
das kleine Kätzchen machen, worauf kleine Kätzchen in dem Moment gerade Lust haben. Und damit wir gleich noch schön weiter shooten können, werden wir das nächste Set bauen. Nach Tipp Nummer 1, seid geduldig, sucht euch ein einfaches Fotomotiv, und Tipp Nummer 2, shootet eure Katze oder euer Haustier in einem Ort oder an einer Stelle, die eure Katze schon gut kennt und mag. Haben wir Tipp Nummer 3, versucht eure Katze nicht irgendwie süß anzuziehen, wenn sie das überhaupt nicht mag, oder in Position oder Situation zu drängen, die eure Katze nicht möchte. Das erste Shooting hat erstaunlich gut funktioniert. Catwalk ist bei sowas auch immer super geduldig. Und hier haben wir auch schon Tipp Nummer 4. Wenn ihr mit euren Tieren Fotos machen wollt, dann belohnt eure Katze für alles Mögliche. Ich beginne tatsächlich so, dass ich Catwalk schon beim Aufbau des Fotos immer teilhaben lasse und jetzt zum Beispiel wie in dem Karton auch zwischenzeitlich immer Snacks verstecke, sodass Catwalk zu dem Karton eine positive Bindung aufbaut. Und immer wenn er alleine in den Karton reingegangen ist, ich wollte ja am Ende, dass er im Foto im Karton sitzt, habe ich ihn auch da überschwänglich gelobt. Was die Kameraeinstellung angeht, ich fotografiere hier tatsächlich meistens auf Automatik, denn ihr könnt natürlich eure Kamera besonders einstellen. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass das meistens eh so endet, dass die Katze sich dorthin setzt, wo sie sich hinsetzen möchte, und dann habt ihr dort keinen Fokus, oder sie setzt sich ein Stück nach vorne und dann ist die Blende nicht mehr in Ordnung. Deswegen mache ich es für mich so einfach wie möglich und stelle auf Automatik ein, sprich die Kamera, sucht die Einstellung selber. Das hier ist mein Equipment. Ich werde wahrscheinlich Automatik und mit Fernauslöser fotografieren, denn auch wenn ich den kleinen Mann fotografiere und selber nicht auf dem Bild bin, mache ich das hier alles, also Video drehen, Video schneiden, alles Mögliche, fotografieren, alles alleine. Und wer schon mal sein Haustier versucht hat zu fotografieren, weiß, dass man da eigentlich noch eine andere Person braucht, die den kleinen Mann animieren wird. Deswegen werde ich meine Kamera auf ein Stativ stellen, mit Automatik fotografieren, also die Kamera macht die Einstellung selber. Ich werde da jetzt nicht mehr irgendwie gucken wegen Belichtung und Schärfe und alles Mögliche und hoffe, die Kamera schafft das alleine. Und gleichzeitig, damit ich halt nicht auf den Knopf bei der Kamera drücken muss, sondern mich irgendwie positionieren kann und den Kleinen motivieren kann, werde ich mit einer Fernbedienung, sprich Fernauslöser, arbeiten. Ich habe jetzt mittlerweile schon vergessen, der wievielte Tipp es ist. Aber legt euch ein paar Sachen bereit, mit denen ihr die Aufmerksamkeit eurer Katze gewinnt. Also nicht nur Spielsachen, sondern auch Sachen, die rascheln. Gut kommen sowas wie Müllbeutel, Trockenfutter in einer Tüte, das liebste Spielzeug. Und wenn ihr diese direkt über der Kamera habt, dann wird eure Katze automatisch direkt in die Linse gucken. Ein weiterer Hinweis ist nicht nur, dass ihr eure Katze bitte nicht in irgendwelche Kostümchen zwingt, die eure Katze nicht will. Genauso wichtig ist auch zu achten, dass das Set nicht gefährlich ist. Also ich habe hier mit Lichterketten geshootet und Catwalk geht tatsächlich an sowas nicht dran. Wenn ihr aber merkt, dass eure Katze den Kunstschnee anfängt anzuknabbern oder was ähnliches, die Sachen lieber wegräumen. Aber das ist ja Weihnachten generell. Versucht auch irgendwelche giftigen Pflanzen nicht nach Hause mitzunehmen, wie zum Beispiel der Weihnachtsstern. Der ist sehr gefährlich für eure Katze. Und schaut auch bei Weihnachtsbäumen, die meisten sind nicht gefährlich für eure Katzen, beziehungsweise die meisten Katzen knabbern nicht dran. Achtet aber bitte darauf, dass da auch nichts passiert. Und im Notfall vielleicht etwas anderes schmücken als ein Weihnachtsbaum. Und so sieht das dann immer hinter den Kulissen aus. Das absolute Chaos. Der kleine Mann entspannt, denn er hat jetzt eigentlich seine Aufgabe erledigt. Nur noch ein Foto müssen wir gleich zusammen machen. Ein weiterer Tipp ist, versucht die Shootings so kurz wie möglich zu halten. Ich habe hier tatsächlich oft so gemacht, dass ich ein paar Fotos gemacht habe und dann war eins davon einigermaßen okay und dann war es auch fertig. Also plant einfach alles schon ein, dass ihr 5 Minuten entspannt fotografiert und dann habt ihr schon was Süßes. Und mein absoluter Geheimtipp, den ich bis jetzt noch niemandem verraten habe und den ich jetzt mit fast 10.000 YouTube-Abonnenten und fast 30.000 Instagram-Abonnenten teile, ist, wenn ihr solche Fotos wollt oder sowas,
dann habe ich da einen ganz kleinen Tipp. Ihr tunkt eure Hand in Trockenfutter, sodass ihr so kleine Krümelchen an eurer Hand habt und geht dann damit um die Schnauze eurer Katze. Denn die Katze wird dann damit beschäftigt sein, diese Krümelchen wegzuschlecken und dann habt ihr eben solche Gesichtsausdrücke. Und wie ich in einigen meiner Videos gesagt habe, bekommt Catwalk hier auch Trockenfutter. Das packe ich meistens in die Fummelbretter. Und heute habe ich wundervolles, weihnachtliches, winterliches Trockenfutter. Und zwar von Lilly's Kitchen. Denn vor einiger Zeit habe ich euch einen Katzen-Adventskalender vorgestellt. Und auch da hat Lilly's Kitchen einen wundervollen Adventskalender. Und nicht nur einen Adventskalender, denn es ist eine komplette weihnachtliche Kollektion erhältlich. Nicht nur für Katzen, sondern auch für Hunde. Und das hier ist mein absoluter Geheimtipp. Wenn ihr mit eurer Katze schöne Fotos machen wollt, dann belohnt sie doch mit ein bisschen Trockenfutter. Ich finde die Aktion richtig, richtig schön, denn wer ein Haustier hat, weiß, dass das mehr als ein Haustier ist, sondern ein richtiges Familienmitglied. Und ich feiere Weihnachten auch mit meiner Katze. Catwalk bekommt Weihnachtsgeschenke und jetzt auch Weihnachtsessen. Das Trockenfutter ist ideal zum Beispiel für die Fummelbretter. Ich habe euch da gute in der Infobox verlinkt. Da packe ich immer Trockenfutter sehr gerne rein, damit die Katze sich das rausfummeln kann und so eben eine kleine Tagesration erspielen kann. Lilly's Kitchen wurde hergestellt mit Tierärzten und natürlich auch guten Katzentestern. Und ich kann hier auch absolut sagen, dass das Futter sehr gut ankommt. Denn ich habe das Paket schon geöffnet und für eine Weile offen gelassen und man sieht, hier hat jemand schon versucht, an das Futter zu kommen. Der Taste-Test ist bestanden und sowas kann man sich noch nicht mal ausdenken, zu sagen, das Essen ist so begehrenswert, dass man es verstecken muss vor seiner Katze. Es gibt auch weihnachtliches Nassfutter. Hier habe ich natürlich die Version für Katzen, für Catwalk. Es gibt aber alles auch für Hunde. Schaut da einfach auf der Lilly's Kitchen Seite vorbei. Die habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr alle wichtigen Punkte wie die Inhaltsstoffe oder die Produkte, denn außerhalb der weihnachtlichen Saison habt ihr natürlich auch ganz normales Nassfutter. Wenn ihr ein kleines Testpaket gewinnen wollt, schaut doch bei mir bei Instagram vorbei. Dort verlose ich mit Lilly's Kitchen zusammen ein kleines Probierpaket. Nehmt doch dort sehr, sehr gerne teil. Wiebs, fandst du das lecker? Hast du dein Essen aufgegessen? Wartest du auf noch mehr Essen? Wenn ihr euch die Bilder in Ruhe anschauen wollt, dann findet ihr die auf unseren Instagram-Kanälen. Dort habe ich einen Account und Catwalk. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei einem neuen Video. Wir posten hier immer donnerstags und sonntags um 19 Uhr. Schaut auch sehr gerne bei TikTok vorbei und dann sage ich bis dann. Tschüss!